Moin Leute und willkommen zurück zu Enderal. Ja, in der letzten Folge habe ich euch ja mit einem ziemlich miesen Cliffhanger zurückgelassen und sorry dafür, aber passte einfach ganz gut und ich musste selber mal drüber nachdenken, weil die Entscheidung, ganz ehrlich, ist mir sehr schwer gefallen. Das war auch eine der wenigen Entscheidungen, wo ich tatsächlich kein Bauchgefühl so richtig hatte. Man kann sie auch nicht nochmal ansprechen, aber ich muss dazu sagen, ich habe nochmal drüber nachgedacht und mich auch eigentlich jetzt entschieden, weil ich persönlich finde, wenn sie jetzt nur die ganze Zeit hier in der Höhle bleibt und auf ihren Tod irgendwie wartet, und auch nicht mehr ans Sonnenlicht geht und irgendwie keine Menschen mehr sehen kann, ist für mich persönlich jetzt kein Leben. Und ja, deswegen werde ich ihr quasi jetzt den Gnadenstoß geben, weil dieses Dahinvegetieren, bis es irgendwann mal vorbei ist, sorry, aber das finde ich nicht schön und ja, dann würde ich sagen, machen wir das lieber, wenn sie selber das auch nicht kann. Ja, bevor sie jetzt hier noch 20 Jahre sitzt und dann irgendwie verdurstet, verhungert, wie auch immer. Vater, vergib mir. Ja. Ui, 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 ui. Schön war das jetzt nicht. Also, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Ja, wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt, aber ich stehe zu meiner Entscheidung und belasse das jetzt auch dabei. Und ja, dann wollen wir mal sehen. In der letzten Folge hatte ich ja hier auch noch was gesehen, allerdings von der anderen Seite. Da war ja noch eine Eispranke, die möchte ich mir natürlich jetzt gerne noch holen. Ist das Talent noch aktiv? Jawohl. Dann können wir hier noch ein bisschen einsammeln und... Ist hier noch was? Nee, das ist nur runtergepfeffertes Zeug, ne? Ja. Genau. So. Hier liegen auch noch welche. Mal gucken, vielleicht... warte mal. What? Hier ist auch noch ein Gang? Ach du Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Ach, hier brauche ich auch einen Schlüssel. Ach so, jetzt sind wir hier oben. Das müsste doch hier auch schon bei der Eispranke sein, oder? Ja, da ums Eck steht die doch, ne? Jawohl! Geil! Ah, hier oben. Ich weiß gar nicht mehr, waren hier. Hier waren Gegner, ne? Hahaha. Werde ich ganz schön von hier unten abschießen. Oh ja, gerade in dem Moment, ne? So eine Pisser, ey. Ha. So. Schluss jetzt hier, ey. So, ey, das Talent hat noch Abklingzeit. Okay, ja, dann wollen wir mal gucken, ob hier vielleicht ein Schlüssel ist. Ja, das ist die Tür. Jawohl, hier ist ein Schlüssel. Ja, das ist auch die Tür und das müsste die andere sein. Ha, geil, Leute. Sehr cool. Wo ist denn unser Kollege überhaupt? Hat der sich schon wieder verlaufen, oder was? So. Jetzt aber. Ja, geil. Das, wie gesagt, das müsste... Ja, ja, das ist der auch. Ja, und hier, genau, hier war das mit dem anderen Zettel. Ja, cool. Dann haben wir das auch und mehr war hier ja auch nicht, ne? Glaube nicht. Ich gehe aber nochmal hier außen einmal lang. Hier meine ich. Gucken, ob hier noch was ist. Nee. Ja, fein. Dann, würde ich sagen, sind wir hier durch. Da drüben ist auch noch einer. Ah, das Talent, das hatte mir so lange Abklingzeit. Das ist echt blöd. Ich könnte natürlich noch ein ganz Teil Seelensteine jetzt hier mitnehmen, aber ja, wie gesagt, ne?
immer so ein bisschen... Ja, wir nehmen noch einen mit. Und dann belasse ich den hier noch und dann belasse ich es dabei. Aber das war eine coole Höhle. So, der, ja, Höhle, ne? Muss ich schon sagen, hat echt Spaß gemacht. Nur die Entscheidung hier, die war echt, schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Schwester. Und ich kann mich ja schon mal umziehen. Wir werden ja jetzt gleich wieder zurückgehen. Passt das? Ja. Der Kutte und dann... Ja. Mal sehen. So, jetzt den noch. Perfekt. Und dann soll es das gewesen sein. Will euch hier auch nicht langweilen. Komme ich hier runter? Das sieht gut aus. Bisschen Schaden. Nee. Perfekt. So, dann gehen wir mal zurück. Ich bin gespannt, was der Typ da sagt. Ja, und dann denke ich mal, wird es ja auch im Tempel der Ralata wieder weitergehen. Ah, hier ist er. Der hat wahrscheinlich wieder nichts zu sagen. Hier, Schwester Hochmut ist tot. Hä? Ein falsches Herz. Ja, okay. Nee, wir haben ja das Richtige. So, der weitere Bruder Habgier. Wieder eine Notiz. Das habe ich mir schon gedacht. Der spricht ja auch gar nicht. Hier. Kehrt zurück zum Tempel. Wollt ihr mit mir kommen? Denkt an die Verschleierung. Ja, gut, dass er das... habe ich ja jetzt selber dran gedacht, aber gut, dass er das auch nochmal gesagt hat. Dann möchte ich gerne... Ich bin bereit, gehen wir. Genau, der kann er uns gleich mitnehmen. Denn brauche ich da meine Rollen, sag ich mal, nicht nehmen. Ich bin auch ganz froh, dass ich mir wieder ein paar Notizen gemacht habe. Für mich ist eine neue Aufnahmerunde. Und ja, ist zwar noch nicht so lange her, aber durch meine Erkrankung und so weiter kann ich mir sowieso noch schlechter Sachen merken, als eh schon vorher war. Und wie gesagt, meine Konzentrationsfähigkeit und so ist ja auch ziemlich down auf jeden Fall. Und dem ersten Seher Bericht erstatten. Aber ich mach mir erstmal wieder Licht hier. So. Oh, da unten steht auch einer. Gucken, ich mach hier nochmal einen Safe. Hey, ihr da! Schläfer, kommt her! Spross Gustav. Darf ich den ansprechen? Boah, ich bin mir nicht... Naja gut, ich habe ja vorher gespeichert. Oh, nicht, dass das eine Falle ist, das überlege ich gerade, weil er hat ja gesagt, eigentlich dürfen wir hier niemanden ansprechen. Ich lasse die mal hochgehen, dass es hier kein anderer mitkriegt. Mal gucken, kommt da einer? Nee. Sehr gut. Sind die hoch? Die sind hoch. Meint ihr mich? Startet der Preis mit Spross Gustav, Spross eine Quest. Meint ihr mich? Wen denn sonst? Natürlich meine ich euch. Kommt, wir müssen etwas besprechen. Beendet. Mit Spross Gustav springen. Mit Spross Gustav folgen. Okay. Ralata Scherer. Tag. Tschüss. Ich habe nichts gesagt. Ei. Oh Gott, hoffentlich geht das gut. Nicht, dass das jetzt hier eine Falle ist. Ich habe da immer ein bisschen Schiss. Mystisches Symbol, Leute, Alter. Sorry, das sacke ich mal gleich ein hier. Oh, 13 von 15, Leute. Geil, nur noch 2. Tag. Na? Ich glaube aber nicht, dass das eine Falle ist. Der geht mit uns ja so weit weg. So, besser. Ihr seid die Söldnerin, oder? Ihr seid diejenige, die die Seiten des Schlechters beschafft hat. Ja, bin ich. Warum? Naja, ich...
könnte eure Hilfe gebrauchen. Ach so. Dürfen wir dieses Gespräch überhaupt führen? Was meint ihr? Natürlich dürfen wir. Auch wenn es in unser beider Interesse wäre, es nicht zu sehr an die große Glocke zu hängen. Wobei wollt ihr denn meine Hilfe? Ganz einfach. Ich will, dass ihr mir etwas beschafft. Relikte alter Völker, um genau zu sein. Sammlerstücke. Im Gegenzug werde ich euch üppig belohnen. Oh, geil, Leute! Wozu braucht ihr diese Relikte? Das müsst ihr nicht wissen. Oh, schade. Macht es einen Unterschied, ob ich es weiß? Na schön, drauf gepfiffen. Ja, es ist geil. Jetzt ein Jahr her, dass ich den Ralas als einzige Wahrheit akzeptiert habe. Aber aus irgendeinem Grund lässt mich der erste Seher immer noch Bänke putzen und Unkraut jäten, während weitaus weniger vielversprechende Anwärter bereits zu Akolyten erhoben wurden. Okay. Dass der Vater ein Interesse an den alten Zivilisationen hat, ist allseits bekannt und... naja. Ah ja, er wollte sich einschmeicheln, ne? Ihr wollt ihn beeindrucken, damit er euch zum Akolyten erhebt. Ach, nennt es, wie ihr wollt. Na schön, ich helfe euch. Ja, das interessiert mich nicht. Na schön, ich helfe euch. Wonach genau soll ich Ausschau halten? Nach allem, was nach alter Zivilisation aussieht. Sternlingstechnik, pyräische Kostbarkeiten, Schalen, Münzen, Vasen. Es wird nicht zu eurem Nachteil sein. Kommt einfach wieder, sobald ihr etwas gefunden habt, und ich kaufe euch das Stück zu einem Preis ab, den euch kein anderer Händler dort oben machen würde. Alles klar? Gut. Ich werde hier warten. Geil, Leute. Pyräische oder sternlingsche Gegenstände beschaffen. Geil, das ist ja cool. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist stehlen. Ja, gut, das kann ich jetzt unbeobachtet nicht machen. Aber wenn er hier weg ist, dann könnte ich mich sonst hier nochmal vergreifen. Und noch ein mystisches Symbol gefunden. Ist das geil. Herrlich. Ja gut, da hatte ich ja dann mal einen richtigen Riecher. Bin mir nicht sicher, ne? Bei den anderen hatten wir ja schon ziemlich, glaube ich, in die Kacke gegriffen, dass ich da der Auszahlungsschnepfe das erzählt habe mit den Seiten. Glaube ich, war nicht klug. Ich weiß, also, ich kriege da ja jetzt hier kein Feedback von wegen irgendwie, ja, war schlecht oder so, aber... ich glaube, das war nicht so klug und dass ich da natürlich den Namen verwechselt habe, war auch schlecht. Mit Rezio und Rizio da. Aber gut, das kann ich jetzt nicht mehr, will ich auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt so. Mit der kann ich auch handeln, tatsächlich. Aber wir gehen jetzt erstmal hier runter. Zu ihm hier. Und dann gucken wir mal weiter. Na sowas, die Söldnerin kehrt zurück. Natürlich kehre ich zurück. Das Herz zeigen, ich habe Schwester Hochmuts Herz. Zeigt. Interessant. Na schön, ihr habt euren Teil der Vereinbarung gehalten, also halte ich meinen. Dann... ich darf mit denen ja nicht sprechen, deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich... werd man nicht sagen, das werden die wahrscheinlich sowieso nur so als Ausrede wahrnehmen. Dann werdet ihr mich für diese Expedition anheuern? Das kann einzig und allein der Vater entscheiden. Okay. Mhm. Man wird euch kontaktieren, wenn er eine Entscheidung getroffen hat. Jetzt geht's. Okay. Teleport zum Tempel der Ralat, der 3 und 1000 EP. Sehr geil. Gestartet alte Wunden. In der Unterstadt auf eine Benachrichtigung von Tarael warten. Ja, okay, cool, Leute. Ja, mit der handeln, das werden wir dann nochmal irgendwann sehen. Im Moment möchte ich jetzt ganz gerne erstmal wieder zurück, weil ich will mit euch auch noch ein paar andere Sachen machen. Und ja, danach werden wir dann sowieso zu Tarael noch gehen und... Zeigt Respekt, Oberstädter. Geht weiter. Ich habe euch doch gar nichts getan, ey. Respekt zeigen, bla bla. Was soll denn das? War doch nicht unrespektvoll jetzt. Ich habe doch die Kutte... hey, ihr da! Den Kutte an. Wartet! Was gibt's? Ich habe einen Brief für euch. Glaube ich zumindest. Ihr seht so aus, wie der Missar gesagt hat. Zu befürchten. Na, dann zeigt mal her. Also, naja... der Messier meinte, ihr würdet mir dafür 10 Groschen geben. Er hatte gerade nichts dabei. Ja, das ist bestimmt wieder von Jesper, ne? Der war wieder knapp bei Kasse hier, oder was, ey?
Mann, 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 er hat wieder alles hier versoffen oder was? 10 Groschen verraucht, keine Ahnung. 10 Groschen geben sicher doch hier. Naja, wir haben auch genug Geld, so ist jetzt nicht, ne? Danke euch und sichere Straßen. Ja, danke dir auch, wünsche ich dir auch. Na, da bin ich mal gespannt, ey, den... Nee, beendet hier, das von Tarael, hier in der Unter... Das, ne? Während wir auf die Entscheidung des Vaters warten, ob ich die Ralata als Söldner unterstützen darf, bat mich Tarael, ihm bei einer anderen persönlichen Angelegenheit unter die Arme zu greifen. In der Einkehr dem Waisenhaus, in dem er aufwuchs, vermutet er Papiere, die ihm helfen könnten, Klarheit über seine Vergangenheit zu erlangen. Okay, aber das haben wir nur noch gar nicht gemacht. Hä? Das ist ja komisch. Wo ist denn jetzt hier so ein oller Pflock hier, wollte ich gerade sagen, so ein Wegweiser? Brackenplatz. Na, da müsste auf jeden Fall einer sein. Ja, dann war der Brief von Tarael, den lesen wir gleich. Keine Sorge, aber wie gesagt, ich wollte dringendst mit euch noch ein paar Sachen machen. Wo hab ich das nur hingetan? Und das wollte ich möglichst gleich machen, weil man ich sagt, das die sonst wieder, halt grad... wieder vergesse. So, da sind wir. In der Bude. Ich wollte nämlich mit euch noch ein paar oder eine, ach Quatsch, was mache ich denn? Ich bin schon wieder total verwirrt. Eine Appen tun wir auch gleich noch. Eine Waffe verbessern. Nee, also erstmal ja, nee, das ist Quatsch. Wir brauchen dafür, glaube ich, den Schmied. Und dann wollte ich mit euch den Knochenbogen noch verbessern. So, und dann ist es nämlich egal, weil da muss ich für den Ring des Schmieds, genau, dann müssen wir mal gucken, wo wir den verbessern können. Das ist alles schon edel, ne? Bis auf die Sachen, die wir jetzt gerade gefunden haben. Gott, sie hat gar keine Sachen an. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Ja, okay. War das denn beim Amboss oder war das... Oh, ich weiß das immer nicht, Leute. Ich kann mir das nicht merken. Knochenbogen. Ich weiß auch nicht genau, was man dafür braucht. Ja, hier für das perfekte Thoriumschwert fehlt uns noch der magische Thoriumbarren. Das hatte, glaube ich, auch jemand gefragt. Oder geschrieben, dass das das beste Schwert im Spiel ist. Aber da fehlt mir, wie gesagt, der Thoriumbarren noch für IJK. Knochenbogen hier. Massiver Schädel, 4 leuchtende Thoriumbarren, Holz, Einzelteile, Lederstreifen. Mächtiger Myran-Knochen. Naja, das ist den zu bauen, aber den kann man doch noch verbessern, oder bin ich jetzt bekloppt? Geht das denn? Kann ich da keine edlen Sachen von machen? Ja, hier gehen doch nur Rucksäcke und so, ne? Aber ich habe den Bogen doch dabei, oder habe ich den jetzt nicht eingesteckt? Hä, wie war denn das nochmal? Oder ging das hier beim Schleifstein? Ach, beim Schleifstein war das. Stimmt, beim Schleifstein. Ja, da müssen wir uns nochmal ein paar Barren und so einpacken. Stimmt, beim Schleifstein. Och Mann, ey. Dass ich mir sowas immer nicht merken kann. Ich finde das so schlimm. Also, wir packen uns mal einen Schattenstahl. Malachitbarren, Thoriumbarren braucht man recht häufig. Korundum packen wir uns auch mal ein. Gold, ja, wir nehmen mal ein bisschen was mit. Solange wir nicht überladen sind. Oh ne, die Eisenbahn, die 150, die sprengen dann den Rahmen. Aber die brauchen wir auch für so normale Sachen, glaube ich, nicht.
für so höherwertige Sachen, so normale Sachen nicht, meine ich. So. Al-Rashims Erbe können wir schon mal verbessern. Sehr geil, den Knochenbogen. Ah, guck mal hier, den kriege ich dafür nämlich auch mehr. Sehr geil. So, das wollte ich nämlich auf jeden Fall mit euch machen, weil wir haben ja jetzt zwar unseren Magier als Talisman dabei, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Talismane mittlerweile. Wir haben ja jetzt zum Beispiel auch hier den Söldner, den erstarrten. Gut, der ist Einhand, da bräuchten wir eher das Thoriumschwert, aber wir haben ja auch noch hier Schütze, namenlose Seele. Und der ist halt Fernkampf. Und da wäre der Knochenbogen zum Beispiel richtig, richtig gut. Ja, cool. Das wollte ich auf jeden Fall mit euch machen. Und ich werde dann gleich nochmal die Chance nutzen, ein bisschen was ausladen. Und wir sehen uns dann gleich hier wieder. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, da bin ich zurück. Und ich wollte mit euch jetzt nochmal ja, ein bisschen Phasmalismus machen und unseren Kollegen hier nochmal ausrüsten. Jetzt muss ich mal Gegenstand entfernen. Ja, ja, okay. Ich muss mal gucken. Das ist jetzt die namenlose Seele. Und das ist ja eine Seele Schütze. Und die kann ja dann besonders gut mit dem Bogen umgehen. Deswegen werde ich der jetzt erstmal den einen Bogen wegnehmen. Und die kriegt von mir jetzt... Ach, ja, okay. Den... So, okay, das sah gerade so komisch aus. Sorry, ich habe vergessen, den Knochenbogen wieder reinzulegen. Die kann nämlich jetzt auf jeden Fall schon mal den Knochenbogen bekommen von uns. Und dann schauen wir uns den. Ich habe den ja jetzt... Ja, guck mal, wie viel man dafür braucht, ey. 13 Seelensteine nur für den einen Gegenstand und 35 mal Ektoplasma oder Knochenmehl. Na, wollen wir. So, dann gucken wir uns das mal an. Ich weiß, die müssen... das war ein Typ, ne? Genau, der Typ muss auch noch auf jeden Fall Rüstung und sowas bekommen und der kann auch andere Pfeile kriegen und so, aber ich wollte mir das schon mal angucken. Ja, geil, ne? Der hat jetzt schon mal den Knochenbogen dabei und der würde bestimmt definitiv richtig gut reinhauen jetzt mit dem Teil. Ja, dann habt ihr das auch schon mal gesehen. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Ich nehme aber wieder meinen, bis ich den jetzt fertiggestellt habe, das mache ich sonst, bereite ich entweder offscreen vor oder und zeige euch das dann oder mache das ausschließlich offscreen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Gucke ich mal. Jedenfalls, ja, gehen wir jetzt, glaube ich, habe jetzt hier wieder meine Kutte an und die ganzen edlen Sachen hergestellt, die ganzen Waffen. Das liegt jetzt erstmal alles in der Truhe. Und wir gehen jetzt erstmal zu Tarael zurück, würde ich sagen. Dass wir da schon mal sehen, was da Phase ist. Und dann... Der war ja hier wieder. Der ist wahrscheinlich wieder in seinem Versteck, ne? Wir müssen ja den Zettel noch lesen oder den Brief. Ach, jetzt habe ich das Ektoplasma vergessen zurückzulegen. Ja, das mache ich dann nachher hinterher noch. Brief von... Brief eines Botenmädchens. Hier. Trefft mich im Versteck. Ja, habe ich mir schon gedacht. Mehr hat er nicht geschrieben. Die von der Ralata, die sind ja alle allgemein ein bisschen wortkarg. Wisst ihr. Und dann gehen wir wieder hier rein. In den Schuppen. Ja, da sitzt er schon. So, da bin ich jetzt ja mal benötigt einen Schlüssel. Ja, guten Tag. Na? Habt ihr sie getötet? Hier. Ach so, der meint hier Schwester Hochmut, ja. Gut. Das ist gut. Weiß das zu schätzen. Oh. Wisst ihr, Nessa ist nur kurze Zeit nach mir der Ralata beigetreten. Sie war auch ein Straßenkind. Wir haben eine Weile lang sogar in derselben Baracke geschlafen, während unserer Zeit als Sprösslinge. Okay. Und jetzt ist sie tot.
Ein seltsames Gefühl. Wenn ihr euch so nahe standet, warum habt ihr ihr nicht geholfen? Ja, ich kann ja mal fragen. Wir standen uns nicht nahe. Ach so. Sie war eine Mörderin, genau wie jeder dieser fanatischen Bastarde. Ich hätte ihr ohne eine Sekunde zu zögern die Kehle durchgeschnitten, wenn ihr es nicht getan hättet. Alter, ist zu doll, der Typ, ey. Wusstet ihr von ihrer Krankheit, wegen der sie geflohen ist? Von den Gesichtern? Gesichter? Ja, Nessa konnte keine Gesichter mehr sehen. In ihren Augen begannen sie zu schmelzen, wenn sie sie zu lange ansah. Es hat sie in den Wahnsinn getrieben. Aha. Aha, was haltet ihr denn davon? Was soll ich davon halten? Ich bin kein Apothekarius. Vielleicht hat sie sich auf ihren Ausflügen in die Silberwolke eine Portion Glimmerstock zu viel reingezogen. Sie wäre nicht die Erste. Ach so. Wie geht... Ah, okay, die war auch immer in der Silberwolke. Das meinte sie wahrscheinlich auch mit ihrem... ich habe mich dem Körper hingegeben und so. Wie geht es nun weiter? Ja, aber er ist auch immer... Aha, ja, interessiert mich nicht. Nun heißt es erstmal warten, bis wir vom ersten Seher hören. Wenn wir Pech haben, endet unser Plan dort. Wenn der Vater kein Interesse an euren Diensten hat, war's das. Aber in der Zwischenzeit gibt es etwas anderes, bei dem ich eure Hilfe gebrauchen könnte. Gegen Bezahlung, versteht sich. Mhm, warum geht es? Es hat mit meiner Vergangenheit zu tun. Mit der Einkehr. Das Waisenhaus, in dem ihr groß geworden seid, richtig? Ja, mit diesem wie viel? Also es ist so nicht so mein Stil, das zu fragen. Also wahrscheinlich hätte er das vielleicht sogar gut gefunden, so wie Dijam damals. Die war ja auch so geldgeil, aber... Ja, da habe ich immer keinen Bock drauf, weil mich interessiert das eigentlich nicht. Mich interessiert das nicht. Das Waisenhaus, in dem ihr groß geworden seid, richtig? Ja. Ich habe euch doch erzählt, dass Shagun, die Matrone des Hauses, von den Entführungen wusste. Oder besser gesagt, dass sie es war, die uns verkauft hat. Ja, stimmt. Tja, diese Informationen habe ich tatsächlich erst seit kurzem. Ich dachte eigentlich immer, dass die Ralata Shagun dazu gezwungen hätte. Und selbst jetzt gibt es da einen Teil in mir, der das immer noch nicht glauben will. Der Grund, dass ich zurück in die Einkehr will, ist, dass ich Gewissheit will. Ach so. Ich will wissen, wie tief Shagun in dieser Scheiße tatsächlich drin gesteckt hat. Und ob sie vielleicht sogar etwas darüber wusste, warum der Vater uns Kinder haben wollte. Ah, und ihr meint, das Waisenhaus kann euch da Antworten liefern? Wonach wollt ihr denn suchen? Es ist seit Jahren geschlossen. Aber vielleicht sind Shaguns Dokumente noch dort. Und falls ihr euch jetzt fragt, wozu ich euch brauche... Seit der großen Fleischmadenplage ist das Haus ein Friedhof. Ach so. Nehmt das bloß den roten Wahnsinn. Es wimmelt dort nur so von Verlorenen. Dann wollt ihr Rückendeckung? Ja. Ich würde es vermutlich alleine schaffen. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für unnötige Risiken. Ach so. Also, treffen wir uns am Marktplatz vor Sorgbahn und Söhne. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen treffen. Ah, alles klar. Ja, Sorgbahn und Söhne... Okay, dann weiß ich Bescheid. Er hat jetzt im Grunde genommen, nichts weiter gesagt zu dem Vorfall da, wo ich den Namen vertauscht habe. Da kann ich jetzt immer noch nicht sagen, ob das Auswirkungen hatte. Ich hatte manchmal gedacht, dass er eventuell jetzt was dazu zu sagen hat, so von wegen, benötigt einen Schlüssel. Ich habe euch doch gesagt, mit dem Namen oder so, dass er da mir so ein Feedback gibt, aber hat er nicht gemacht, also weiß ich jetzt nicht. Nee, hier war nur ein Hufeisen, ne? Ich dachte manchmal Einzelteil übersehen. Ja, da müssen wir denn tatsächlich, bleiben wir im Dunkeln, was das angeht, ob das jetzt Auswirkungen hat oder nicht. Wie gesagt, ich hatte mir ja mein eigenes Video, also beim Schneiden gucke ich das sowieso immer fast alles. Da hatte ich das ja gesehen, dass das Rizio Daran war und nicht Rizio Doran. Und ich hatte ja Rizio Doran genommen. Aber wie gesagt, er hat jetzt nichts dazu gesagt, also weiß ich jetzt nicht. Da bleiben wir also vorerst noch im Unklaren, ob das jetzt Auswirkungen hatte oder nicht. Wird man gewahr werden, aber wie gesagt, ich kann es eh nicht ändern und will es auch nicht. Naja, okay, nee, da kommt man nicht hin. Und da... Ja, nee, da kommt man auch nicht hin. Glaube ich nicht, da wird eine unsichtbare Wand auch sein. Na gut, denn hat er gesagt, er will sich noch vorbereiten. Dann würde ich, denke ich mal, ploppt das auf. Ach so, was mir auch noch jemand geschrieben hat. Mit
die hier es mit Zeit geben, ja, das wird nie aufploppen, weil ich muss dafür zurück nach Dünenheim. Denn Esme will, dass wir bei ihr ankommen und sie nicht bei uns. Also, ja, das habe ich natürlich wieder völligst in falschen Hals gekriegt und vollkommen falsch verstanden. Ja, also müssen wir in der nächsten Folge, weil in der Folge will ich es jetzt nicht mehr machen, auf jeden Fall nochmal nach Dünenheim zurück. Und da Esme treffen und dann werden wir mal sehen, was die uns noch so zu sagen hat. Und ich würde sagen, ich mache hier Feierabend. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.